Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder ein Video. Verdammte Axt im Himmel des Jordans aber auch. Eigentlich wollte ich Fizz spielen. Fizz wurde gebannt. Deswegen gibt es eine Runde Flatmir. So wie ich es rausgefunden habe, beziehungsweise rausgehört habe, ist der Ring ganz Murph. Und deswegen vermöbeln wir den jetzt. Außerdem, ja, können wir ein bisschen reden. Wir haben schon länger nicht mehr geredet. Ich denke, also natürlich, das ist ein Rank, wir sollten gewinnen, das wäre cool, aber ne, ein bisschen, man muss ja auch wissen, was so abgeht bei euch, bei mir. Fangen wir also an. Ich muss sagen, dieser Skin, also heilige Meilige, der sieht ja wohl super lecker aus. Also auch dieses Koma dazu, der sieht aus einfach wie der Lord der Ladies. Plus Blut. Revamped. Versteht ihr? Wegen Vamped? Okay. Na gut, auf jeden Fall, ja, wir spielen gegen Karma Midlane. Ich finde deren Team eigentlich nicht so gut. Die haben irgendwie kein CC. Naja, so ein bisschen CC haben sie schon, aber halt kein so wow CC. Die haben auch irgendwie nicht so ein, also weiß ich nicht. Die haben einfach ein Pitchwork-Team. So jeder macht sein, also weiß ich nicht. Mal gucken. Aber Ringas und Smurfen, wir haben Twitch, Lulu, das ist cool. Wir haben mich. Ich bin ziemlich cool. Au. Ja, wir gucken mal. Gegen Karma, sie hat Teleport. Ich sag mal so. Ich hatte einen Kaffee, das heißt, wenn ihr mich fragt, Tobi, was nimmst du eigentlich? Kaffee. Also bei mir, ich glaube, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber Kaffee ist bei mir einfach komplett, ich weiß nicht, das hat auch nichts mit Placebo zu tun oder so, aber wenn ich einen Kaffee nehme, da geht mein Puls oder, ich weiß nicht, ob es mein Puls ist, oder einfach mein inneres Alles, ich nenne es einfach das innere Alles. Ah, scheiße, ich bin trotzdem gebindet. Er geht einfach. Okay. Ich könnte. Okay, sie hat geflasht. Ja, gut. Geht einfach um. Keine Ahnung, ich werde einfach gigaaktiv. Like gigaaktiv. Deswegen trinke ich auch maximal einen Kaffee am Tag. Der boostet mich einfach bis komplett. Ist wie Red Bull. Nur krasser und braun. Also Brown Bull. Oder Wet Bull. Wobei Wet ist ja beides. Ja, wurde ein neuer Champion angekündigt. Lullaby oder ähnlich. Lulli, Lullaby, irgendwie sowas, so ein Pferd. Ich habe erst mal direkt an Soraka gedacht. Ich muss sagen, ja, also ich hatte kurz überlegt, noch ein Video zu machen. Beim nächsten Champ gibt es dann wieder ein Video. Aber, Slow. Sehr gut. Schöner, guter Deal. Das ist ein guter Deal. Schön. Und sie hat Teleport. Das Ding ist, wir müssen jetzt also am besten die noch schnell nehmen. Eigentlich sollte ich die auch nicht mehr nehmen, weil rein theoretisch pusht jetzt die Wave gegen mich. Ich vertraue einfach darauf, dass Karma reinpusht. Wir haben hier eine Cannon Wave. Es ist rein in der Theorie okay zu pushen. Weil die Kanone jetzt am Tower hängt und ich vielleicht nicht alle Minions verliere. Allerdings war sie schon flott, deswegen kann es sein, dass ich alles verliere, aber ich muss weg. Sonst komme ich nicht aus der Lane. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Lullaby. Ja, boah, muss ich sagen, hat mich überhaupt nicht interessiert. Sieht, ich weiß auch gar nicht, was es ist. Rein theoretisch hätte man natürlich gesagt, sieht aus wie ein Supporter. Aber ich glaube, es ist sogar ein Midlaner, aber es ist, glaube ich, auch Nahkampf. Deswegen vielleicht auch nicht, vielleicht auch ein Jungler. Ach, keine Ahnung. Ja, seht ihr, hier kriegen wir noch einen Caster, Leute. Na, immerhin. So, wir sind in einem kleinen XP-Nachteil, aber naja, wir gucken. Wir kriegen das hin. Wir gucken und werden das hinkriegen. Da muss noch ein Auto-Tag drauf, oder vielleicht auch nicht. Naja, wird knapp. Okay, passt. Ja, Vladmir ist natürlich cool. Spiele aktuell auch sehr viel Fizz wieder. Fizz, Vladmir. Ich glaube, ich wollte noch mal wieder Evelyn im Jungle picken, Leute. Was sagt ihr dazu? Ich habe auch schon eine Runenseite aufgewacht. Die nennt sich Chatterbait. Insider vielleicht? Ja, gegen Karma. Karma ist so ein Champion. Sie ist gut, wenn du einen krassen Champion, ein AD Carry im Team hast. Sowas wie ein, ja, ein Rengar vielleicht. Und eine Sivir geht bestimmt auch. Aber so ein Twitch wäre noch preferable gewesen. Also noch ein bisschen leckerer. So, wir warten mal. Vision Score 30, Leute. Sollen wir mal das als Ziel nehmen? Vision Score von 30 ist gerne. Ich habe halt 0. Das ist nicht so geil. Aber ein Vision Score von 30er wäre natürlich ein guter Deal. So, potten tun wir noch nicht, das tun wir später. Sie wird mich eh nicht töten. Was will sie machen? Was will sie machen? Ich meine, was will sie machen? Ja, Leute, es gibt da noch ein paar Dinge. Ich wurde übelst zerstochen von Mücken. Und habe jetzt das absolute Anti-Mücken-Vernichter-Set. Jetzt potten wir mal. Aber, ja, keine Ahnung. Jetzt regnet es nur noch und keine Mücken mehr da. Also, beziehungsweise Regen und kalt. Ich wollte schon Rücken sagen. So, den nehmen wir mit. Ansonsten, ich hatte jetzt was mit den Ohren, Leute. Die waren irgendwie, ja, ich weiß, immer so ein unangenehmes Thema, die waren verstopft irgendwie.
Und ja, also Leute, wenn mal eure Ohren verstopft sind, pult dann, ich meine, das ist so ein allgemeiner Tipp, dass man nicht mit Wattestäbchen drin rumpult. Das weiß jeder, das sagt jeder auch einem. Aber man hat vielleicht immer noch die Hoffnung, ja, es sind alles Noobs und bei mir wird das schon klappen. Bevor ich jetzt zum Arzt muss, aber Leute, es klappt einfach nicht. Lasst es einfach. Also, bei mir war das so weird mit der Zeit dann. Wir können mal gucken, ob wir sie gleich töten, by the way. Wir saugen sie jetzt mal so ein bisschen aus. Ich mach mal ein bisschen Lutschi-Lutschi bei ihr. Bei mir war das so schlimm, dass mit der Zeit... Na, no, schöner Damage. Ja, das linke Ohr, wo ich eigentlich fast taub drauf war, wieder ging und das rechte nicht mehr ging. Ja, und dann musste ich irgendwann zum Arzt und der hat auch, dass ich im rechten Ohr geblutet habe sogar, weil ich da mit dem Wattestäbchen rumgepult habe. Ne? Und man hat ja zwischendurch auch immer noch mal Angst, dass man vielleicht was dauert. Ich könnte sie töten, wenn ich rankommen würde, aber ich komme halt nicht ran. Dass das vielleicht was Dauerhaftes ist und dass du einfach nie wieder hören kannst oder so. Ich habe schon überlegt, ja, wie wird das jetzt, wenn ich nicht mehr hören kann? Das sieht aus wie ein Bait. Aber ja, jetzt ist wieder alles fein. Ich war dann beim Arzt, es ging super schnell, bei 5 verschiedenen angerufen, damit ich sofort am selben Tag hingehen kann, weil, ja, keine Ahnung, die wollten mich vertrösten, dass ich jetzt Dienstag hin kann, so. So, sie ist shoppen wahrscheinlich. Und der Arzt war super grob. Der hat meinen Kopf wirklich so genommen, so richtig mit Druck schon so gedreht, so, damit der hier, jetzt so, und dann so. Aber, ich sag mal so, da würde wahrscheinlich jeder in die Rezension schreiben, 1 Stern, aber nur weil man nur 1 Stern vergeben kann, sonst 0. Und, oder so, ja, so wow, voll, so voll die Hate-Kommentare, aber ich sag mal so, ja, ich war dann kaum glücklich, dass mir geholfen wurde, dass es so schnell ging und deswegen war mir das jetzt auch egal, ich kann darüber wegsehen. Es gibt ja bestimmt Leute, die sagen so, nein, das ist jetzt mein persönlicher Krieg. So, wie sieht's aus, Leute? Wir haben 20 CS weniger. Das ist natürlich dahin zu schulden, dass sie Teleport hat und dass, ja, weiß ich nicht, dass wir sie gleich töten werden. So, wir gucken jetzt mal, dass wir mal ein bisschen hier aus dem Game was rausholen, Leute. Wir haben jetzt, pass mal auf, wir töten sie jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen geredet, wir haben uns ein bisschen voneinander vorgestellt. Wir getten sie jetzt. Das heißt, Schritt Nummer 1, ein bisschen Damage draufbringen. Wir müssen natürlich aufpassen, ein Pink Ward wäre cool, dass wir nicht gerangert werden. Wenn sie da unten die ganze Zeit rumläuft, sieht das so aus, als würde da, ja, ein Rengar im Jungle stehen, so ein bisschen. Ne, die Chance besteht auf jeden Fall. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht tötet. Aber das hier ist für mich noch, ja, weiß ich nicht, ganz normales Arbeitsklima hier mit der HP. So, wir töten sie jetzt, Leute. Passt auf. Later! Das ist nämlich Wladimir, Leute. Das ist nämlich Wladimir. Das ist nämlich Wladimir. Und jetzt kommt ein Kommentar. So von wegen, wow, Skillchamp. Wow, fuck you, fuck your mom, fuck my mom, fuck Wladimir und so alles. Das ist quasi genau diese Situation. So, wir stellen jetzt ein cooles Wort. Da, schön. Und benutzen das. Schön. So, ja, dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt als nächstes für den Brotobelt. Der schöne, gute, alte Brotobelt. Kriegen wir diese Minions hier? Das wäre appreciable. Kann ich den? Oh, komm. Oh, oh, nice. Ich würde nicht empfehlen, mit Pool zu lassen. Alleine deswegen, weil man es die da meistens nicht bekommt. So, wir haben leider nicht genug Geld hierfür. Deswegen machen wir, glaube ich, mal ausnahmsweise das hier. Ja? Und ein Control Ward, Leute. 30 Vision Squad, das ist mein Ziel. Wer sehen will, muss fühlen. Und wer fühlen muss, muss sehen. Deswegen machen wir jetzt Auge hiermit. Normalerweise spiele ich ja nicht Stopwatch, aber ich habe vergessen, die Runen zu wechseln. Ich war letztes Game gegen Zed oder sowas? Oder Riven? Ich glaube Zed. Uccisione vital. Meine Kammermitte ist jetzt nicht too bad, aber... Naja, ich meine Mercury Boots, Leute. Wo kommen wir denn da hin? Mercury Boots in der Mitte ist auch echt gigabad. Also das ist gigabad. Weil ich glaube, da hätte sie lieber sowas einfach nur den Mantel bauen können. Weil die Schuhe... Naja. Ich meine, Magic Pen Schuhe sind jetzt auch nicht so gut auf Karma, weil sie nicht so viele Damage Spells hat, aber... Ja, Leute, ne? Macht das Schild eigentlich noch Schaden? Nee, ne? Damals, weiß ich noch, hat das Schild nämlich AOE Damage gemacht, wenn man es gemantrat hat. Ja, ich denke, jetzt werden wieder ein paar mehr Videos kommen, Leute, falls ihr Bock habt. Ich hab Bock. Das heißt ja wahrscheinlich Triad Ranks.
Ich werde jetzt gucken, dass ihr am Wochenende auch versorgt seid. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was für Videos. Aber so. Wir stellen jetzt erstmal ein Control Ward. Ein gutes. Achso. Leute, mein Geheimtipp. Mein Miracle Whip Geheimtrick. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen Pushy-Pushy machen. Will sie mich töten? Nein, kann sie gar nicht. Will sie nicht, kann sie nicht. Deswegen ist Doran Shield auch so gut. Weil wenn man so wenig HP hat, dann hält man sich umso krasser. Zack. Zack, 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 zack. So, wir könnten sie schon fast wieder töten. Sie ist allerdings 0, 2, nicht zu viel wert. Da kommt ein Gank, das ist nicht zu schlecht. Allerdings, naja, wie gesagt, sie ist 0-2 und ich komme gerade nicht so ran an sie. Ja, der Build, den wir hier bisher gefahren haben, falls es irgendjemand interessiert, läuft natürlich darauf ab, dass man erstmal auf 45% CDR kommt. Das heißt, man fängt mit dem Buch an, dann der CDR-Stein, naja, dass du so schnell wie möglich da durchgehst. So, wir können jetzt ein bisschen Impact gucken. Wie sehen denn die Games aus? Guck mal, hier der Rengar, der anscheinend smurft. 2 sind Top-Lane, what the fucking hell? Doch, das Wort ist gut, Leute. Das wird unser Vision Score. Wie sagt man? Kind, Baby, Kuh, Geldmacher. Ja, weiß ich nicht. Das wird richtig den Vision Score ins Unermessliche bringen, Leute. Das sage ich euch. That is what I tell you. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Römi machen. Also, wie gesagt, sie zu töten. Naja, so, guck mal, jetzt haben wir im CS auch wieder aufgeholt. Schön. Sie war ja auch einmal Roam. Und eine Platte haben wir auch. Schön. Okay, sie hat 2. Nicht so schön. So, ein Wort noch hier hin. Zack. Ich muss echt mehr an meine Vision arbeiten. Meine Vision ist echt gigabit. Ich glaube alleine, wenn meine Vision besser wäre, würde ich besser werden. Ich glaube, ne, man kann ja an verschiedenen Stellen besser werden. Und ich glaube, das alleine wäre ein Grund, besser zu werden. Okay, die Ult war jetzt nicht notwendig, glaube ich, weil sie weggegangen ist. Aber es war kurz, ne? Better safe than sorry, sagt man ja auch, ne? So, wir haben jetzt den Protonenbelt nicht. Fällt mir auf, nicht. Ah, Michel. Shadow Reno. Ja, komm, dann scheißen wir jetzt auf das Doran Shit. Es hat uns gute Leistung gedings. Guck mal, wir kaufen sogar noch direkt einen Control Ward, weil wir ein insaner Spieler sind. So, Vision Score sagt 5. 30 ist mein Ziel. 30 ist nicht insane, aber schon. Ich glaube, ich habe im Schnitt so 17. Das ist mein Durchschnitt. Am Ende des Games. Deswegen. Oh, Leute, steht 14-4. 15-4. Ich werde getragen. Leute, ich stehe 2-0 und eigentlich ist das gut, aber wenn ihr mich alle tragt, dann, Leute, ihr könnt mir nicht die Show stehlen. Ich muss jetzt, okay. Ich muss dann jetzt nicht mehr Soul Stealer, sondern Show Stealer Wladimir werden. Das heißt, wir werden jetzt irgendwen töten. Hier, Rengar. Wir gehen jetzt Rengar töten. Show Stealer Wladimir. Ich zeige euch jetzt mal, was ich kann. Ich bräuchte aber noch einen Stack, das wäre nicht schlecht. Der kommt jetzt hier gleich an. Oh shit, ich habe keine Ult. Ja, gehen wir unten. Gehen wir unten. Shit, ich habe ein bisschen zu früh gequeued, glaube ich. Deswegen queuen wir nochmal. Und am besten wäre, wenn wir nochmal queuen. So, jetzt bin ich da. Going! Okay, das mit der Q klappt nicht, ist aber nicht so wild. Wir machen hier einfach einen ganz kleinen Dill. Okay, Leute. Ich hätte Bock, potenziell. Schauspieler Wladimir! Ich weiß nicht, ob ich den noch schaffe, actually. Okay, shit. Wo ist mein Team? War hier nicht gerade noch ein Supporter? Ist der weggeportet? Oder sind die beide gestorben? Ja, räudig. Cheat. So, eigentlich müsste ich jetzt Verstummglas bauen, aber ein guter Wladimir geht Damage. Okay, das war... Na gut, jetzt haben wir Wladimir, jetzt haben wir Rengar geboren, so ein bisschen. Born Rengar. Ich meine, ich bin ja so ein Mensch, der gerne Games dodgt. Manchmal auch vielleicht... Ja, wo ihr sagt, Tobi, wirklich? Aber das hier wäre so ein Game, wo ich gedodgt wäre. Ich meine, das ist nur Theorie und... Soluki ist mehr als Theorie, aber guckt euch das Team an. Der hat... Olaf Toplane. Erstmal, also Olaf generell ist kacke. Und Olaf Toplane ist gigakacke. Warum sollte... Wenn du Olaf Toplane hast, dann gehst du einfach raus. Der Champ ist einfach... Ist genau wie Lee Sin Toplane. Einfach deplatziert und überhaupt voll useless. Dann hast du Rengar, ist okay, aber diese beiden Champs, AD und kein CC. Die haben generell fast kein AP-Damage im Team mit Karma und sie ist auch noch behind. Die haben... Naja, mit Karma willst du eigentlich einen richtig krassen Hyper-Giga-Carry.
Rengar ist okayisch, aber... Nee, am liebsten sowas wie Yi oder sowas. Und, naja, Sivir ist okayisch auch. Ist jetzt aber auch nicht gigakrass. Ist aber geht so. Kommt dann auf Sivir halt an. Und, also die haben so gut wie kein CC. Also ich meine so richtig ein Shepard-CC. Klar, ein bisschen mit Alistar. Oh, fuck, wer bist denn du? Komm schon, lass mich, gib mir, lass mich, gib mir. Oh, das reicht nicht. Oh, lol, oh, lol. Lol, 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 lol. Okay, Leute. Lol, lol. Okay, Leute, wir müssen jetzt, okay. Aber das ist gut. Das ist gut, weil... Jetzt wird's ein bisschen spannender. Gut, jetzt haben wir einmal reingestartet. Okay, guys. Let's focus now. Stop throw. Rengar ist jetzt gigabig. Also schon big. Biggie big. Frage ist doch mit... Nee, kein Stundenglas. Scheiß auf Stundenglas. So. Rabadons. Rabadons. So, ich habe auch noch ein bisschen von meiner Latte übrig. Die ist eigentlich fast leer. Und besteht hauptsächlich nur noch aus Milch. Weil bei mir ist das so, wenn die so zu 50% leer ist, dann kippe ich immer noch mal Milch nach. Okay, Leute. Yeah, okay, Leute. Aber jetzt können wir carryen. Wir können jetzt tragen. Wir können jetzt tragen. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Kommt schon. Her damit. Gib, mach doch einen Deal drauf. Wo ist der Deal? Kommt schon. Leute, ich habe noch eine Ult, die kann ich drauf werfen. Was ist mit ihm? Ihr, sie. Oh Gott, okay. Oh. Oh, Mann, die waren alle so machbar, aber... Der geht da nicht rein, das wäre richtig brutal. Okay, Leute, jetzt... Oh, wo ist denn eigentlich Irelia? Ja, hallo, sie heißt sogar Fiorelia Mai. Ja, later. Later. Das Ding ist, ich bin jetzt manchmal eher, ich bin jetzt mal ehrlich zu euch, Leute. Also ich bin immer ehrlich zu euch, aber ich könnte das Ding, also nee, stopp. Ich sag jetzt nicht, ich sag euch jetzt was, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Nicht ich, das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, sondern normalerweise würde ich das nicht sagen. Normalerweise, es gibt ja YouTuber und die nehmen bestimmte Games nicht. Zum Beispiel, wenn ich ein Video aufnehme auf dem PBE und neuen Champion zeigen will und das nach 15 Minuten vorbei ist und wir die Gegner einfach komplett stoppen, dann nehme ich das einfach nicht. Ja, das sage ich auch immer den Leuten, weil es macht auch einfach keinen Sinn, weil man den Champion einfach nicht sieht, ne? Wenn du 2-3 stehst, bald mit einem neuen Champ, ja, keine Ahnung, hast du immer noch keinen Plan, was Masse ist. Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Okay, aber Irelia ist da. Nee, wer ist denn das? Kha'Zix. Ja, das ist okay. Oh, ein Dribbler. Und ein Eichhörnchen. Und... Manchmal... Also ich bin so, oh, so Games, wenn die nach 15 Minuten vorbei sind oder manchmal nach 20 Minuten, also nach 15 Minuten immer, nach 20 Minuten manchmal, dann lade ich die nicht hoch. Also meistens, wenn wir gewinnen. Wenn ich da, wenn wir verlieren und das lustig war, kann ich damit leben, aber wenn wir die Gegner 20 Minuten wegstompen, dann denke ich so, ah, irgendwie, nee, ja, weiß ich nicht. Und dann, weiß ich nicht, dann nehme ich das einfach nicht. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein Stundenglas in dem Game, weil ich irgendwie fast das Gefühl werden. Vor allem diesen Full AD. Das ist jetzt nichts Krasses so, aber ich wollte euch das einfach mal zählen, so wie das so bei mir so ist. So. Manchmal, ne? Weiß ich nicht. So, Control Ward, was ist doch die Vision? 7. 7 ist nicht so geil. Wir müssen jetzt vor allem mal wieder smart werden, Leute. Wir müssen anfangen, smart zu werden. Kommt. Was können wir machen? Der will da engagen, glaube ich, oder so. Aber das ist ein bisschen gefährlich. Der hat, glaube ich, meine... Mann, nee, aber... Warum geht die Irelia denn da rein? So, like, warum? Irelia, please. Can we play smart now? Eigentlich, Leute, passt auf. Ich meine, ihr flamet keiner, aber ich könnte Mute All machen. Eigentlich war Mute All auch wieder so ein Deal, der mich weit gebracht hat. Aber ich meine, was war denn das jetzt gerade von Irelia? Das habe sogar ich gesehen und sie geht da einfach in 100 Leute rein. Ich meine, wenn wir ein Herr der Swinge wären... Da kann man sowas machen, wenn du Gandalf bist oder so, aber sonst. So, wir könnten jetzt einen zweiten Start. Ich glaube, wir gehen Stundenglas gerade mal, oder? Ich meine, die Rede, war die nicht 9-1 oder so? Oder 7-2? Jetzt ist sie 9-5. Na gut, ich war auch 4-2, jetzt bin ich 5-4. Was soll man machen? Aber wir sind auch gerade ein bisschen dumm und Rengar ist jetzt 8-2. Einfach geboren. Geboren, um zu schroben.
So, die Frage ist, Rabadons oder Stunden? Der war 1,7, jetzt ist der 7,9. Okay, wir machen mal ein Stundenglas, Leute, oder? Würde ich sagen, würde ich behaupten, würde ich sagen. Wir müssen unser Control irgendwo platzieren, aber ich weiß noch nicht wo. Autsch, nee, doch kein Autsch. So, ich würde mal gerne eben fix Farming machen. Farming, Swarming, ja. Okay. So, okay, Stundenglas ist ready. So. Fiorelia Main. Gut. Gut. Heißt sie auch Main? Nee, Mai. Oder so wollte sie Main schreiben, es hat nicht mehr gereicht. Also normalerweise würde ich Rabadon Second gehen. Egal, was, selbst wenn ich 0,8 wäre, würde ich Rabadon Second gehen. Sobald ihr Rabadon habt, dann macht ihr nämlich Peng Bumm und dein Gegner stirbt. Boah, eigentlich ist Grün voll eklig, oder? So diese Farbe. So dieses Grün so. Eigentlich ist das keine coole Farbe, finde ich. So. Gut, was können wir machen? Das Ding ist folgende, Leute. Folgender Deal. Ich kann Rengar one-shotten und ich kann Sivir one-shotten. Ich könnte wahrscheinlich sogar Karma one-shotten. Wobei, naja, vielleicht fehlt mir noch Rabadons dafür. Aber das Problem ist, wenn bei Sivir alles glatt läuft, dann benutzt sie ihr Spell Shield. Vielleicht aber auch nicht. Okay, das war schon mal nicht zu schlecht. Allerdings bin ich alone in the dark, in the dark, in the dark. Ich habe zwei gekillt. Nee, ich habe einen gekillt nur. Ich dachte, ich hätte zwei gekillt. Nur Sivir gekillt. Ach, Karma ist nicht mehr geschaut. Wo ist Fiorelia Main wieder gestorben? Hm. Okay, Leute. Shit. Jetzt fängt langsam an mit You Ape, Leute. We can't You Ape. Ja, es wird interessant. Schwierig auf einmal. Guck mal, so kann es werden. Ich sag immer, wer gewinnt, der verliert. Und wer verliert, der gewinnt. Weil wenn du gewinnst, dann verlierst du. Merkt euch das, Leute. Schreibt das irgendwo auf, Kerl. Drei Drachen, gleich noch ein Infernal. We need next Drake. Das Problem ist, dass Irelia nonstop alleine stirbt. Irelia, group with us, we win 5 vs 5. Sag ich einfach mal so. Deswegen, sie stirbt nonstop alleine auf der Sideline. Sie muss mal mit uns groupen, weil sie ist bald super schwach. Sie wird immer noch stark sein mit den Items und sie ist Level 15. Sie könnte einfach mit uns groupen, aber sie stirbt halt permanent auf den Sidelines. Ich wäre jetzt auch oft gestorben, ich bin nicht von jeglicher Schuld. So. Oh shit, was ist denn hier los? Hallo. Guten Tag. Okay. Aber Leute, das schafft ihr. Irelia. I like it. Lau. Irelia, mach einen Sprung. Noch einen Sprung. Ich glaube, die hat ihre Kumpel verkackt. Oder? Nee, hat sie nicht. Spring nochmal. Mach noch einen Sprung. Spring. Noch springen, noch öfter. Spring. Mach. Okay, ist gut. Aber ich glaube, das hat sie auch nur mit meinen Anweisungen geschafft. Hätte ich ihr keine Anweisungen gegeben, hätte sie das noch nicht geschafft. Schön, guck, das ist doch, was ich sage. Ne, manchmal dieses Split-Pushen. Manchmal muss man einfach, es gibt Leute, die wollen einfach immer nur auf Kampf und Kampf Split-Pushen, weil es einfach ihre Bestimmung ist. Aber die einfach gruppen, easy, schmeasy, schmeasy, beasy. Na, guppi, ja, was soll man sagen? Guppi, gupp. So, wir haben fast Geld. Mist, ich muss zum Barrier Infernal, der ist gerade wichtiger. Wobei, der hat noch 20. Naja, ich gehe da jetzt lieber mal hin. Weil wenn der weg ist, dann ist der weg. Get Drake? Or don't get Drake? Nein, okay, get Drake einfach. Lassen wir es so. Lassen wir es, wie es ist. So, wir holen uns hier ein Stacky. Ein Stacky, Stack, Stack, Stack. Wir haben leider keinen Flush. Guck mal, Leute. Ich meine, warum ist Irelia oben? Schon wieder. Warum sind nicht alle beim Dragon? Ich muss jetzt rein, Leute. Ach, fuck it, ey. Ach, Leute. Ich meine, ich bin mittlerweile jetzt... Ne, ich bin 6-6. Also, ich bin jetzt nicht cool. Aber ich glaube, ich bin trotzdem nicht... Das Ding ist, ich sterbe halt immer als erstes, weil wir keinen Tank... Es ist vielleicht okay. Ich bin halt immer der Fokus in... So, krieg immer direkt alles ab. Deswegen carry ich euch.
nicht von den Stats her, also ich bin nicht so 10-1 oder so. Aber dafür sauge ich den mal. Ich bin auch der tankigste in unserem Team. Ich hab. Ja, also, ja, Irelia ist auch ein bisschen tanky, aber ich bin halt Pool, Stundenglas, saugen, heilen, also Ulden, nochmal ein Pool, noch ein Pool, noch ein Pool, Stundenglas, nochmal ein Pool. Komm, okay, ich hab den Ratten-Dings-Sauger. Hier, das ist my time of believing. Jetzt carry ich nämlich. Jetzt carry ich nämlich. Schön. Jetzt carry ich nämlich. Also, so, schön. So schön. So richtig schön. Barashnikov, Kormanov, Urmanov. Aber solche Spiele sind auch cool, als wenn man 20 Minuten wegstumpt, oder nicht? Zuerst so, wow, voll gut und dann wow, voll schlecht und dann wieder wow, voll okayisch. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja? Also, ich find's okayisch. Batz, schön. Schön. Ja, Leute, ich hoffe, dass wir zusammen mal wieder ein bisschen den Deal machen können, wieder ein bisschen Zeit vertreiben können. Ich würde, ich würde appreciaten. Vielen Dank dafür. Wir können ja mal gucken. Wollen wir gucken? Ja, hier, komm. Wen haben wir? Wollt ihr eigentlich den Endscreen sehen? Das ist egal. Ich meine, wenn man ein bisschen guckt, dann kann man auch den Endscreen neu sehen, ne? Entweder ihn oder ihn. Von Twitch habe ich eigentlich... Ich mach mal Gäsig. Er hat mich gegankt. Das ist appreciable. So, plus 19. Ich bin, ich habe ein bisschen Minus-LP gerade gehabt. Also wir sind Platin 4 gerade wieder. Ich bin richtig gedroppt. Aber jetzt starten wir richtig durch. Wir starten durch. Wie viel Minus-LP habe ich jetzt noch? 4. 4. 4. 4. Minus 4. Gut, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Bis morgen, 15 Uhr.